Ich habe übrigens nachgedacht, wie ich das Interview anlege. Ich hätte ja jetzt auch die ganze Zeit die Gegenposition beziehen können, hätte sagen müssen, es müssen Lockerungen her, die Menschen machen das nicht mehr mit und so weiter. Ist aber ja gar nicht so. Und ohnehin möchte ich gerne verbleiben in dem Grundsatz, den Sie eben auch noch mal mit dem sehr guten Zitat von "Es ist ernst, bitte nehmen Sie es ernst" auch gesagt haben. Ihr Grundansatz für die Politik, mit der Sie uns durch die Pandemie führen wollen, war immer, die Zahlen müssen runter. Wir müssen sie eindämmen. Sie gehen im Moment aber schlagartig hoch. Deshalb verbleibe ich in Ihrem Kosmos, wenn ich frage. Karl Lauterbach twittert doch jetzt gestern, es sei völlig verrückt, was wir im Moment machen würden, angesichts von steigenden Zahlen, angesichts der Mutation, die sich als extrem gefährlich herausgestellt haben. Und er twittert weiter, es sei völlig verrückt, dass wir Wochen vor der Impfung nach einem Jahr Kampf uns jetzt quasi aufgeben. Tun Sie das gerade? Nein.